Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Fischbrötchen, Hafen und Elfi. Geht noch mehr Hamburg? Naja, vielleicht gehören auch noch Alster und Reeperbahn dazu. Dann ist das Klischee allerdings perfekt. Aber allen Klischees zum Trotz verbringen wir den Vormittag damit, der Hafen-City mal wieder einen Besuch abzustatten und auch einen Spaziergang an der Außenalster zu unternehmen. Gegen 14 Uhr sind wir wieder am GAT, dem General Aviation Terminal, und wechseln wie immer ein paar flotte Sprüche mit den Bediensteten. 90 Euro ruft der Airport Hamburg für die Landung und den Parkplatz für 24 Stunden auf. Ehrlich gesagt, ich hatte etwas mehr erwartet. Der Airport Malta vor ein paar Monaten war immerhin doppelt so teuer für etwa die Hälfte der Parkzeit. Auf dem Vorfeld 2 entsteht aktuell für 30 Millionen Euro ein freistehendes Gebäude mit sogenannten Shuttle Gates. Es gibt für Passagiere also keinen direkten Zugang zu diesen Gates. Sie werden zukünftig mit einem Bus-Pendelverkehr an die verschiedenen Terminals angebunden. Wir bereiten den Flieger vor, hören die Statusmeldungen des Airports ab und fragen uns, ob wir trotz nördlicher Winde und damit verbundenem Start auf der Piste 33 wohl einen 180-Grad-Turn fliegen und die Kontrollzone über die Innenstadt nach Süden verlassen dürfen. Der Tower-Lotse macht uns Hoffnung, dass dieser Wunsch erfüllt wird, will es aber von der konkreten Flugsituation abhängig machen. Wir rollen also zum Rollhalt Golf Piste 33, führen die letzten Checks durch und melden anschließend unser Ready for Departure. Vor uns auf der Querbahn 05 landet noch ein Airbus, auf den wir warten müssen, und rechts neben uns wartet ein zweiter Jet ebenfalls auf den Start. Und dann kommt auch schon das Runway Tri-Tri Clear Takeoff. Bereits kurz nach dem Abheben fordert uns der Tower zum Linksturn in Richtung Innenstadt auf. Was wollen wir mehr?
Hinter der Kühlbrandbrücke bedanken wir uns beim Tower für den tollen Service und verabschieden uns. Wir genießen unseren sehr abwechslungsreichen und problemlosen Flug ins Rheinland sehr. Und so einen Hamburg-Abstecher haben wir bestimmt nicht zum letzten Mal gemacht.